allerdings so, ne? Greifer. Ja. Die besteht hier drinnen in dieser Spritze im Prinzip. Ritto Köpenick ist schon immer so etwas rebellisch gewesen. Sie verbinden vielleicht mit dem Bezirk eine Geschichte, ein Hauptmann von Köpenick, der gegen die Obrigkeit aufbegehrte und dem zumindest kurzzeitig auch ein Coup gelang. Aber es ist vielleicht auch ein Stück Zeichen dafür, dass diese Gegend hier besonders freiheitsliebend ist. Ich rede von dem Ausflug der Arbeiter des Krankenhauses Friedrichshain im Juni 1953. Und dieser Ausflug, der führte hierher, an diesen Ort nach Rübezahl. Und hier kulminierte an diesem schönen Tag die Unzufriedenheit. Und sie kulminierte in den Worten eines Brigadiers, der sagte: Und Montag streiken wir. Das Ergebnis, das konnten wir, nicht ich, aber Sie ganz sicher, dann erleben. Und es kulminierte in diesem Streik, der zum Volksaufstand wurde. Und Herz und Kopf spielen da natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Ich sage ja, vielleicht ist die Herzensliebe durch diese Natur, durch das Naturerlebnis geweckt worden, auch die Liebe zur Freiheit, aber auch zur Einheit. Und der Kopf sagte dann, ja, man muss etwas tun. Und wir tun etwas. Und das führte zu der Ihnen bekannten Geschichte rund um die Streiks, um den Aufstand, der nicht einfach nur ein Streik war, sondern viel, viel mehr. Ein Aufbegehren gegen das gesamte System. Und in Köpenick gelangte das eben auf durchaus fruchtbaren Boden. Martin gesagt, wir sind schon immer etwas rebellisch gewesen, aber in der Zeit Anfang der 50er Jahre war dies ein großes Industrierevier. Und das, was die Bauarbeiter in den anderen Bezirken begannen, das
dieser Streik und dieser Aufstand, der ist an diesem 17. Juni in Köpenick mit einem stolzen Ergebnis versehen gewesen. Am Ende haben in Köpenick 17.000 der 21.000 Industriearbeiter gestreikt. Im Kabelwerk Oberspree, im Kabelwerk Köpenick, in der Transformatorenfabrik, in der Yachtwerft, im Reichsbahnausbesserungswerk und. Uns alle, die wir heute hier versammelt sind, eint ja das gemeinsame Engagement, die Erinnerung an die SED-Diktatur und deren Folgen wachzuhalten. Wir wissen alle, dass das nicht einfach ist. Man hat dabei immer mit zwei großen Gegnern zu tun. Zum einen mit Desinteresse, weil breite Bevölkerungsschichten eben nicht mehr wissen wollen, wie es damals war. Das ist in Ost und West sicherlich unterschiedlich ausgeprägt, aber trotzdem in beiden Teilen auch vorhanden. Und zum anderen hat man diejenigen natürlich zum Gegner, die Eliten, die Funktionäre damals waren, die heute zum Teil wieder in hohen und lukrativen Funktionen sind, die aber auch zu großen Teilen überhaupt keine Selbstreflexion haben, was denn damals geschehen ist, und die immer noch meinen, sie könnten den Lauf der Geschichte rückblickend dadurch bestimmen, dass sie die Deutungshoheit versuchen, wiederzuerlangen. Und dem kann man nur entschlossen entgegentreten, indem man eben eine Erinnerungskultur aufbaut, wie wir sie, und da bin ich auch ein bisschen stolz darauf, wie wir sie auch in Treptow-Köpenick pflegen und wo wir damit auch für Berlin und seine Bezirke auch ein Stück weit Vorbild sein können. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt gleich zur Einweihung des Gedenksteines. Vorher möchte ich mich aber noch mal ganz herzlich bedanken bei denjenigen, die das auch möglich gemacht haben. Der Stein muss ja auch irgendwo herkommen. Und er kommt also von der Baustoffverwertung Eichberg. Möchte mich ganz herzlich bei Herrn Rieke bedanken für diesen Findling, der im Übrigen dann, und das ist der nächste Dank, vom Technischen Hilfswerk, Herr Falk und Ingo Dettenbach, mit seinen Jungs und eine Mädel hierher gebracht wurde. Herzlichen Dank dafür. Im Übrigen das THW Treptow-Köpenick ist gerade selbstverständlich im Hochwassereinsatz. Auch da danke für diesen Einsatz. Und wir sind hier im wunderschönen Wald. Das wäre natürlich ohne die Berliner Forsten, Herrn Klaus Hockscheber, dem Forstamtsleiter, hier nicht möglich gewesen, dass es die Genehmigung gibt, diesen Stein hier aufzustellen. Herzlichen Dank auch an Herrn Hockscheber und seinen Kolleginnen und Kollegen von der Berliner Forsten. Und auf dem Stein ist selbstverständlich eine sehr schöne Tafel, die von der Bronzegießerei Seiler, Herrn Thomas Seiler, gegossen wurde. Herzlichen Dank, Herrn Seiler, für diese Tafel. Und schließlich, dass wir heute auch Strom haben, das ist drüben dem Rübezahl dort, der Ferienhaussiedlung, zu verdanken. Herrn Weiß, herzlichen Dank für die unkomplizierte Hilfe. Und auch meinen Kolleginnen und Kollegen vom Bereich Veranstaltung, dass sie das hier technisch sehr gut auf den Weg gebracht hat und auch organisiert haben. Herzlichen Dank für den Sonnabenddienst. Und wir hatten einen Künstler, Steve Horn. Herzlichen Dank für die Begleitung. Es kommt auch gleich noch ein Stück. Und es fehlt noch einer, nämlich der Motor des Ganzen, der sich im Hintergrund hier eingesetzt hat, dass das alles organisatorisch vom Finden des Findlings bis zur Gedenktafel, Aufschrift und so weiter auf den Weg gebracht wurde. Das ist Ralf Drescher vom Heimatverein Köpenick. Herzlichen Dank für das Engagement. Und nun habe ich hoffentlich niemanden vergessen und würde gerne mit Herrn Gutzeit zusammen den Gedenkstein enthüllen. Wir machen das von vorne.
Musik.